Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute Ganzkörpertraining, Stretching. Jawohl, heute widmen wir uns einmal deiner Beweglichkeit, Faszienmobilisation. Und ich finde, das sollte man viel, viel öfters machen, denn nur ein gut gedehnter Muskel ist auch besser beweglich. Ja? Und du auch selber, man fühlt sich einfach viel frischer und lockerer. Und das möchte ich mit euch heute gemeinsam einmal machen für den ganzen Körper. Wir werden schön in das Stretching gehen. Auch hier gilt, bitte geh immer nur so weit, wie es für dich in Ordnung ist. Sicherlich wird es auch mal so ein bisschen schmerzhaft sein. Halte die Position und wenn es gar nicht mehr geht, natürlich löse die Dehnung auf. Ne? Aber in diesem Sinne, du brauchst eigentlich nur ein Handtuch, wenn du magst, oder du kannst auch so auf deine Matte dich setzen. Aber wir starten erst einmal im Stand. Also, lass uns ein bisschen Beweglichkeitstraining machen. Auf geht's! Erst einmal stellen wir uns etwas mehr als schulterbreit auf. Lockern einmal die Schultern. Genau. Erst einmal nur die Mobilisation im Schulterbereich. Genau. Ja. Vier mehr. Drei. Und dann einmal nur die rechte Seite schön nach hinten lockern, mobilisieren, kreisen. Und 4, 3, 2. Und zur anderen Seite. Genau. Ja. Yeah. Und 4, 3, 2. Einmal nach vorne und öffnen. Jawohl. Leicht in die Knie und öffnen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Schön runder Rücken und Brust raus. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Sehr gut. Die letzten 4, 3, 2 und einmal wir gehen. Tief, bleib mal hier und jetzt verlagern wir einmal das Gewicht nach rechts und links. Genau. Immer ein Bein beugen, ein Bein strecken. Und 4, 3. Bleib einmal auf der rechten Seite und du bleibst jetzt einmal in der Dehnung schon einmal drin. Schau mal, dass das rechte Bein das Knie nach außen zeigt und dann stützt dich mit dem Ellenbogen auf den rechten Oberschenkel. Das linke Bein, der linke Fuß ist auch schräg zur Seite geöffnet. Halte dich hier aufrecht in der Hüfte, Brust raus. So, und jetzt halte einmal die Dehnung und nimm dann gerne mal den Arm noch mit. Über den Kopf bis in die Fingerspitzen hältst du die Spannung, zieh die Bauchdecke nach innen, mach dich hier richtig lang. Halte noch für 4, 3, 2 und dann kommst du in die Mitte zurück. Von hier aus schließt du ein bisschen die Beine, nimmst die Hände auf den Oberschenkel, hebst einmal die linke Ferse und die rechte Ferse. Und dann bleibst du mit der rechten Ferse oben, hier, und hältst du noch einmal. Aber diesmal bleibt die Ferse oben. Stützt dich ab, schau mal, wie sich das jetzt anfühlt. Und dann gehst du wieder einmal in das Stretching. Zieh die Bauchdecke nach innen. Bleib schön mit der Ferse oben. Und zurück. Wechsel jetzt auf die linke Seite. Bleib hier und nimm erstmal schön die Dehnung wahr. Achte auf dein Knie. Schön eine Linie. Und nimm den Arm mit. Bis in die Fingerspitzen. Auch hier immer schön ein- und ausatmen. Wir sind jetzt zwar nicht in einer Yogastunde, aber Atmen ist genauso wichtig. Dann bleiben wir wieder hier.
einmal. Fersen heben. Jawohl. Und dann bleibst du einmal links. Gleiche nochmal, aber diesmal die Ferse oben lassen. Finde deine Balance und bleib in der Dehnung. Halte noch. Und komm zurück. Schließe ein bisschen die Beine, ungefähr schulterbreit. Von hier aus krabbelst du mal nach unten. Schau mal, wie weit du nach unten kommst. Genau. So, schöne Dehnung, hintere Oberschenkelkette und natürlich auch Lendenwirbelsäule. Bleib hier, die Beine können leicht gebeugt sein auch, ne? So, jetzt hältst du mit beiden Händen, entweder an der Wade fest oder wenn du magst noch tiefer, beugst die Beine und streckst. Beugen und strecken. Beugen und strecken. Beugen und strecken. Noch 4, 3, 2 und wir halten noch einmal. Versteck mal die Arme und lass dich mal vom Gewicht nach unten ziehen. Kopf locker lassen. Wippe ein bisschen. Wir halten wieder. Von hier aus achtest du mal darauf, dass du jetzt dein Rücken bleibt gerade und dann kommst du mal ins Brett. Also stell dir vor, jetzt du kannst hier ein Tablett abstellen. Genau. So, die Knie leicht gebeugt, stütze dich mal auf deinen Oberschenkel ab. So, das wäre die Variante 1. Erstmal kurz halten. Variante 2, Arme nach vorne ausstrecken. Streck die Beine ebenfalls. Zieh die Schultern tief, Arme auf Kopfhöhe lassen, komm nach oben, komm wieder nach vorne und komm nach unten. Zur Mitte, nach oben, zur Mitte, nach unten. Zur Mitte, nach oben, zur Mitte, nach unten. Noch einmal. Schultern zurück ins Gelenk, Bauchnabel nach innen, halten und halten. Du bist wieder unten und drehst dich einmal auf deine linke Seite und bleibst hier, verstärkst die Dehnung, sodass es schön hier zieht. Bringe zuerst die Bauchdecke an den Oberschenkel und bleib hier. Bleib mit beiden Füßen fest am Boden stehen. Halte. Und langsam zur anderen Seite. Schön ein- und ausatmen. Langsam in die Mitte zurück, beug die Beine und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Jawohl. Nimm das rechte Bein nach vorne und die Ferse tief links am Boden lassen, sodass du schön in der Wade die Dehnung spürst. Halte. Und dann streckst du mal das vordere Bein, hebst die Ferse hinten hoch, kommst ein bisschen runter und dann beugen wir das vordere Bein und strecken. Beugen 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 und strecken. Und dann gehen wir tief und hoch. Tief. Und hoch, tief
und hoch. Zieh und hoch. Noch 5, 4, 3, 2. Und wir halten. Beide Füße stehen am Boden. Schau mal, wie es für dich angenehm ist. Also du kannst auch gerne einen Arm nur am Boden lassen. Oder wenn es jetzt gar nicht geht, dann stützt dich ein bisschen ab. Lass die Ferse nochmal unten am Boden. Für diejenigen, die ein bisschen mehr wollen, die kommen ruhig tiefer und strecken das vordere Bein bitte nochmal. Und jetzt hebst du die hintere Ferse nochmal an und auch die vordere Fußspitze. Bleibst hier schön nochmal das vordere Bein strecken. Dehne dich die Bauchdecke an den Oberschenkel. Halte für 5, 4, 3, 2, löse, komm nach vorne, schließ die Füße und roll dich wieder Wirbel für Wirbel auf. Sehr gut. So, jetzt drehe ich mich mal andersrum. Linkes Bein nach vorne für die Wade. Schön am Boden bleiben. Ferse tief in die Matte hinein. Genau. Und dann kommst du einmal tief. Und dann strecken und beugen. Strecken und beugen. Genau. Und wir halten. Beide Füße am Boden lassen, die Ferse tief. Und jetzt hinteres Bein. Tief und hoch. Tief. Tief und hoch, tief und hoch. Immer schön Bauch auf Oberschenkel. Ja? Genau. Und 5, 4, 3, 2. Und dann halten wir noch einmal. Beide Füße am Boden lassen. Auch hier für dich, wenn das ja, einfach noch von deiner Halt, von dem Gleichgewicht weniger funktioniert, dann stützt dich ab, fährst, bleib tief am Boden. Und wenn es für dich okay ist, dann komm mit mir in die Dehnung, bleib hier und dann heb mal hinten die Ferse hoch und die Fußspitze vorne. Zieh die Bauchdecke nach innen, Kopf kannst du gerne noch nach unten locker lassen. Und verstärkst noch einmal die Dehnung in der linken Oberschenkel, Rückseite, halte noch. Und dann kommst du nach vorne, rollst langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Gut gemacht. So, wieder zurück in die Mitte. Nimm die Arme nach oben, kreise einmal. Und noch einmal. Wechsel. Locker dich. Von hier aus gehen wir nochmal tief und dann bleibst du hier und versteckst nochmal die Dehnung. Jawohl. Du kannst auch gerne mal so ein bisschen nach rechts und links. Ja. Knie schön nach außen. Und dann verlagern wir das Gewicht einmal nach rechts. So, bleib unten und mach einmal das linke Bein schön lang. Hier kann es jetzt auch sein, dass du erstmal hier bleiben musst. Wenn du willst, komm ruhig auch schon ein bisschen tiefer. Genau. So, schön Dehnung. Öffne deinen Brustkorb. Schau geradeaus, streck mal deinen Fuß, genau, und spür mal, wie sich das anfühlt. Ihr werdet jetzt bestimmt denken, ja, wie soll sich das anfühlen? Das zieht verdammt. Ja, tatsächlich soll es das auch tun.
So, kommt, noch ein bisschen halten. Atmen nicht vergessen. So, wenn du magst, nimmst du jetzt mal den linken Arm dazu, beugst dich einmal und wieder lösen. Von hier aus setzen wir uns jetzt einfach ab und nehmen das rechte Bein so nach hinten und das linke Bein bleibt vorne. Genau. Wir, oder ich kenne das so als Kinderspagat. Von hier aus nehmen wir einmal die Arme nach oben auf Schulterhöhe und rotieren einmal nach hinten und zweimal nach vorne. Beziehungsweise zweimal nach hinten und zweimal nach vorne. Eins, zwei, hep, hep. Eins, zwei, hep, hep. Eins, zwei, hep, hep. Und eins, zwei. Und jetzt bleiben wir tief. So. Und dann bleibst du erst einmal. Schau mal, wie weit für dich in Ordnung ist, wenn du hier bleibst. Wunderbar. Schon mal Brust raus, Bauchnabel nach innen. Kannst du tiefer, gehst du tiefer, so wie es für dich in Ordnung ist. Dein Fuß ist jetzt gestreckt. Und jetzt zieh mal die Fußspitze zu dir und bleib. Genau, halt einmal. So, der linke Arm bleibt unten, entweder am Schienbein oder am Fuß. Der andere Arm geht nach oben und dann beugen wir uns und wieder hin. Nochmal. Tief und hoch. Tief und hoch. Gut. Tief und hoch. Tief und hoch. Noch einmal. Und die letzten Sekündchen. Gut, wir drehen uns. Achtung, stütz dich vorne wieder ab. Zurück. Halte noch ein paar Sekunden hier. Streck den Fuß. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Ja. Okay, bleib wieder hier schön offen. Langes Bein. Knie nach außen. Und dann nehmen wir den Arm wieder zur Seite. Und zurück. Noch einmal ein bisschen mehr. Genau, noch mal ein bisschen mehr. Super. Langsam absetzen und dann das linke Bein anwinkeln. Gut. Aufrecht sitzen, streck deinen Fuß. Schulter tief und eins, zwei, hep, hep. Eins und zwei. Eins, zwei. Komm schön tief. Bleiben wir tief in der Dehnung. Atmen. Genießen. Und jetzt einmal die Fußspitze zu dir und nochmal halten. Und dann langsam öffnen. Achtung, wir gehen einmal tief und hoch. Tief und hoch. Und tief und hoch.
sehr schön tief und hoch. Und noch einmal hier bleiben. Und von hier aus nimmst du das Bein einmal nach vorne. Gut, wir mobilisieren noch ein Sprunggelenk, kreisen mal nach rechts, kreisen mal nach links. Genau. Dann nehmen wir die Beine an den Rand. Einmal aufstellen, halt mal in der Kniekehle fest, Brust raus, Rücken gerade. Einmal langsam Oberkörper nach vorne beugen. Und dann nimmst du die Hände an deine Wade und schaust mal, wie es sich. Also du rutschst jetzt mal nach vorne. So, und wenn du jetzt merkst, mir geht nicht weiter, dann bleib hier, stütze dich ab. Wenn du magst, streck die Beine lang nach vorne aus und den Kopf zwischen den Beinen. So, dann nimmst du einmal die Füße zusammen. Genau, bleibst einmal gerade sitzen. Und auch hier gilt, wenn du die Beine oder die Füße weiter weg vom Körper halten möchtest, dann mach das natürlich. Oder du gehst auch schon ein bisschen näher an deinen Körper. So, und dann drück mal schön die Beine runter. Ja, Brust raus und halten, halten, halten. Und wenn du noch mehr möchtest, dann gehst du ein bisschen nach vorne. Genau, machst einen leichten Rundrücken, drückst die Beine noch ein bisschen runter, so weit wie es geht. Und langsam aufrichten. So, dann nehmen wir einmal das rechte Bein nach vorne, das linke Bein bleibt weiterhin angewinkelt. Und dann greifen wir gerne mal an der Wade mit beiden Armen, Händen. Und dann hoch und tief. Strecken und beugen. Strecken und beugen. Strecken und beugen. Strecken und beugen. Strecken, beugen. Jawohl. Bleib aufrecht. Gut. Fünf. Vier. 2, wunderbar, und jetzt einmal mit der rechten Hand am rechten Knöchel greifen, Ferse, Entschuldigung, und dann zur Seite, auf und her. Genau, streck deinen Fuß, bleib schön gerade sitzen. Gut, sehr gut. 5, 4, 2 und dann halt mal, halt mal, halt mal. Und jetzt schau, viele rutschen dann immer so ein bisschen nach hinten. Das wäre natürlich jetzt nicht gut. Guck mal, dass du gerade bleibst. Egal, ob das Bein jetzt hier unten ist. Also versuch mal so ein bisschen nach außen zu ziehen. Halte hier und absetzen. Gut gemacht. Wechsle die Seite. Und hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief, 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 hoch und tief und halten. Jetzt Ferse, Seite, strecken, beugen, zack, 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 zack. Gut. 5, 4, gerade bleiben. 3, 2 und halten. Komm, zieh nochmal. Bleib gerade, bleib gerade, bleib gerade. Hoch das Bein, streck den Fuß. Und geschafft. Von hier aus gehen wir einmal in die Grätsche. So, du machst jetzt die Beine so weit, wie es für dich in Ordnung ist, öffnest du die Beine. Im Endeffekt ist es so, dass wir die Dehnung
hier schön spüren sollten. Und du bleibst erstmal gerade sitzen. Wichtig ist, bleib aufrecht. Genau. Becken. Gerade. Genau. Wenn du merkst, es geht nicht, dann mach die Beine enger zusammen. Ja? Wichtig ist, bleib mal gerade. Ganz, ganz gerade. Zieh die Wirbelsäule in die Länge und bleib hier. Streck mal die Füße und jetzt weg. Hopp. Gerade sitzen. 5, 4, 3, 2. Strecken. Okay. So, jetzt kommt mal mit mir mit nach rechts. Aha. Nach links, nach rechts, nach links und rechts und links und dann bleiben wir rechts. So, nimm den anderen Arm, den linken Arm und halte für 5, 4, 3. Und wechsel auf die andere Seite. Für 5, 4, 3, 2. Komm hier in die Mitte, lass die Schulter tief. Achtung, einmal nach rechts. Genau so, das sieht gut aus. Und dann halten. So, wenn du es schaffst, Kopf ablegen. Genau, die andere Seite. Immer schön die Füße strecken. Und öffne dich. Perfekt. So, dann bleiben wir noch einmal hier vorne. Genau, krabbel mal mit deinen Fingern nach vorne. Ja. So, und wer möchte, der geht natürlich runter. Ja? Genau. So, und jetzt bleiben wir hier. Ganz lange. Ich rutsche mal noch ein Stück hin. Könnt ihr mich besser sehen? Du kannst auch, ich überlege gerade, wobei, gut, das ist natürlich, ja. Klappt noch. Diejenigen, die mich privat kennen, die wissen, ich bin zwar schon etwas älter jetzt, aber ich habe tatsächlich früher ja mal lange, lange getanzt. So, okay, wir dürfen die Beine wieder zusammen machen. Okay, sehr schön. So, ihr seht schon, ich sitze jetzt einmal mit einem Bein nach hinten und einem Bein nach vorne. Wir gehen nochmal bitte in die Lateraldehnung für den Rücken. Nimm jetzt den Arm und beuge ihn über den Kopf und wieder zurück. Stütze dich hier ab. Tief und hoch. Genau, einatmen und aus. Und ein, aus. Ein, aus, sehr gut, einmal noch, und von hier aus auch, jetzt einmal so ein bisschen nach unten, dass du hier bleibst. Halte ungefähr für 10 Sekunden. Lösen. Dann die andere Seite. Einmal beugen
Also beide Beine beugen und ein Bein vorne und ein Bein hinten. Und noch einmal ein und aus. Ein und aus. Jawohl. So, kommen wir nach vorne. Bleib hier. Und einmal lösen. Sehr schön. Rückenlage. So. Und da nehmen wir einmal die Arme, die Beine an den Körper. Schaukeln mal so ein bisschen. Und dann nimmst du einmal das linke Bein und lässt es lang am Boden ausgestreckt. Das rechte Bein ziehst du ganz weit an deinen Oberkörper, Hüftbeuger, Dehnung, halte. Und einmal senkrecht zur Decke ausstrecken. Greif an deinen hinteren Oberschenkel oder an der Wade. Oder wenn du magst, noch intensiver am Knöchel. Du kannst auch das untere Bein aufstellen. Oder strecken. Das rechte Bein habe ich jetzt nach oben. Wenn du jetzt das linke Bein hast, dann nimm jetzt einmal das linke Bein oder auch dein rechtes Bein und lege es langsam zur entgegengesetzten Seite nach unten. Sehr schön. So. Bleib hier für 4, 3, 2 und langsam wieder anwinkeln, zurück auf die Rückenlage oder in die Rückenlage, wechsel die Seite. Senkrecht zur Decke. Und dann langsam einmal abliegen. Zurück in die Mitte. Jawohl. Schaue dich in den Sitz. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Wir machen aber noch was für eure Schulter. Einmal den rechten Arm unter den linken Arm durchlegen und dann sozusagen ablegen. Genau. Ja. Und wechsel. Und langsam zurück. Das vordere Bein jetzt einmal anwinkeln, das hintere gestreckt. Bleib sitzen. Stütze dich so ein bisschen nach vorne. Und dann gehen wir einmal tief.
bleiben noch für einen Moment hier. Die Seite wechseln. Gerade bleiben. Und halten. Beziehungsweise ablegen. Winkel deine Beine, greife mal Beine hin, Oberschenkel, halte. Und wenn du noch mehr möchtest, heb den Brustkorb und heb die Oberschenkel. Und lösen. Wunderbar. Stütz dich zurück. Gesäß Richtung Fersen. Mach dich klein und rund. Und dann richte dich langsam auf. Und ja, das war's. Man kann sicherlich noch viel mehr in die Dehnung gehen, aber so haben wir einmal den ganzen Körper noch mal ein bisschen in die Länge gezogen und einfach für unsere Beweglichkeit was getan. Wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel gerne noch beweglicher werden, dann, oder sogar Spagat noch lernen, da waren auf jeden Fall Übungen dabei, die dir dafür hilfreich sind. Pick dir vielleicht ein paar raus und mach das jeden Tag. Ja, es gibt manche Frauen, die wollen halt auch noch gerne mal im Alter Spagat können. Also ich sage da, warum nicht? Jeden Tag üben und dann klappt das. Also wenn du magst, kannst du mich auch gerne anschreiben. Dann kann ich dir auch dazu noch ein paar Tipps geben, wenn dir das wichtig ist. Aber ansonsten sucht euch diese Übung raus, macht ein bisschen 2 bis 3 Mal in der Woche Beweglichkeitstraining und ihr werdet sehen, man fühlt sich lockerer und entspannter. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Ciao!